Ja, guten Morgen, herzlich willkommen hier im Hörsaal 2. Letzter Tag der Foskes und ganz kurzfristig eingesprungen unser erster Vortrag von Nicolas Zemke über das Wondfleet GIS, was er selbst entwickelt hat. Er arbeitet seit 2015 bei Sea-Watch und dieses GIS wird inzwischen nicht nur von Sea-Watch verwendet, sondern auch vom Maritime Rescue Coordination Center. Civil MRCC. Bitteschön. Cool, ja, danke schön. Genau, ich bin Nick. Ich bin 2015 zu Sea-Watch gekommen, tatsächlich für das Vorgängerprojekt von dem Projekt, das ich jetzt vorstelle. Habe dort dann irgendwie auf einigen Missions, also war auf insgesamt 4 Missions auf dem Mittelmeer und habe da seit 2015 die IT mit aufgebaut und geleitet bis 2022 und arbeite jetzt primär in dem Projekt. Genau, wichtig ist, ich habe das nicht alleine entwickelt, sondern ich stehe hier eigentlich für ein ganzes Team, was das entwickelt hat. Ich stelle es heute nur vor. Genau, einmal kurz zum Kontext, insbesondere von Sea-Watch. 2011 ist eigentlich mit dem arabischen Frühling sozusagen das europäische Migrationskonstrukt in Bewegung geraten, dadurch, dass Libyen, welches halt vorher von der Europäischen Union dafür bezahlt wurde, dass es sozusagen sich die Hände schmutzig macht im Gegensatz zu uns und die Migranten oder die Leute, die nach Europa kommen wollen, sozusagen in Libyen festhält. Das ist ja mit dem arabischen Frühling und dem Übergang von Libyen zum Failed State in Luft aufgegangen, was dazu geführt hat, dass die Migration von Libyen wieder zugenommen hat. Daraufhin hat Italien reagiert mit einer Mission Mare Nostrum, die mehreren tausend Menschen das Leben gerettet hat, was aber dazu geführt hat, dass Italien mit der Verantwortung alleine war. Italien hat daraufhin mehrmals die europäischen Mitgliedstaaten oder andere europäische Staaten um Hilfe gefragt. Das blieb ungehört, woraufhin die Mare Nostrum-Mission 2014 eingestellt wurde. Die Folgemission war die Mission Triton, welche an sich was sehr Ähnliches gemacht hat, aber einen ganz entscheidenden Teil nicht in ihrem Mandat hatte, das war Seenotrettung bzw. Search and Rescue. Das heißt, wenn diese Schiffe zufällig in der Nähe eines Seenotrettungsfalls waren, waren sie zum Retten verpflichtet, haben aber nicht aktiv gesucht, was halt zu einer Zunahme der Sterblichkeit geführt hat, wie man dort auch in den Daten sieht. Mitunter zur sogenannten Schwarzen Woche im April 2015, wo über 1200 Tote auf dem Weg nach Europa, über 1200 Menschen auf dem Weg nach Europa gestorben sind. Daraus bin ich dann damals so zu Sea-Watch gekommen. Ich werde gleich noch einmal kurz einen kurzen Abriss zu Sea-Watch sagen. Daraus ist tatsächlich dann damals auch ein bisschen das Projekt entstanden. Damals noch mit dem Fokus auf Ägäis, die sogenannte Sea-Watch-App, war zentriert damals noch für mobile Nutzer, weil sich die ägäische Route oder die Route zwischen Griechenland und der Türkei so weit unterscheidet, dass es dort komplett mobiles Internet gibt. Das heißt, die Leute auf der Flucht haben Handys, sie haben in der Regel auch mobiles Internet, was halt sozusagen die Koordination von den Fällen oder von den Booten, auf denen sie sind, einfacher macht. Dann zu dem Zeitpunkt, als sie fertig war, 2016, wurde wegen des EU-Türkei-Deals gingen die Migrationszahlen runter. Deswegen ist dann die Entwicklung gestoppt worden. Damals auch noch ein ganz anderer Technology-Stack, einfach PHP Laravel mit AngularJS und OpenStreetMap bzw. OpenLayers. Genau, jetzt noch einmal kurz zur Geschichte von Sea-Watch, weil daran kann man auch so ein bisschen die Entwicklung unseres Systems nachverfolgen. 2014 Entstehung der Initiative als Antwort auf die eben beschriebene Beendigung der Mare Nostrum-Mission. Dann sozusagen die Idee 2015, die Sea-Watch 1 als sozusagen schwimmende Telefonzelle, das ist auch das Schiff, was man dort auf dem Bild sieht, einzurichten. Also es war ein 100 Jahre altes, 20 Meter langes, altes, alter Kutter, ein Fischereischiff, was von motivierten Menschen, aber nicht unbedingt den Menschen mit der richtigen Expertise ausgerüstet wurde. Dann ging es halt sozusagen los. Wir haben halt gemerkt, dass wir damit massiv an unsere Grenzen kommen. Das heißt sozusagen, dass die Idee von wir fahren einfach nur Patrouille, finden die Seenotrettungsfälle und bringen dann sozusagen die europäischen Marinen in die Verantwortung zu retten, hat nicht geklappt. Wie man dort zum Beispiel auf dem Bild sieht, dort sehen wir halt einmal die Sea-Watch 1 mit über 1000 Menschen, was dann halt zu einer Änderung der Strategie insoweit geführt hat, dass wir
gesagt haben, nein, wir können, also wir müssen halt eine Versorgung dafür sorgen, dass wir den Menschen auch versorgen können. Das war dann mit der Sea-Watch 2, dort gab es die erste Krankenstation, dann von einem 20-Meter-Schiff auf ein ungefähr 35-Meter-Schiff. Das konnte in der Theorie mehrere hundert Leute aufnehmen, also in der Praxis, in der Theorie waren es weniger. Wir haben da halt auch gemerkt, dass das wieder zu klein war und sind dann ab 2017 zur Sea-Watch 3 übergegangen, dann ein deutlich größeres Schiff, ca. 50 Meter oder über 50 Meter, einfach auch, weil wir gesehen haben, wir müssen die Leute nach Italien bringen. Die europäischen Länder ziehen sich immer mehr zurück, nehmen sich aus der Verantwortung raus und wir können sozusagen nicht darauf hoffen, dass, also bei der Sea-Watch 2 war es so, dass wir die Leute gerettet haben und in der Regel haben italienische Schiffe oder halt europäische Militärschiffe die Leute nach Italien gebracht. Da haben wir eingesehen, das klappt so nicht, wir müssen die Leute jetzt selber nach Italien bringen. Gleichzeitig 2017 war halt sozusagen auch eine deutlich größere Blockade der europäischen Länder. Damals die Lifeline, die vor Malta feststeckte, massive Medienkampagnen gegen die NGOs. Dann gleichzeitig 2017 mit dem Rückzug auch der europäischen Marine und der massiven Blockade der Seenotrettungs-NGOs hat Sea-Watch begonnen, Luftaufklärung zu machen. Das heißt, wir sind angefangen mit Flugzeugen im Seenotrettungsgebiet rumzufliegen und da halt sozusagen nach Booten zu gucken, aber auch Pushbacks, das heißt, wenn Leute von der sogenannten libyschen Küstenwache zurückgebracht werden, zu dokumentieren, auch wenn keine Flugzeuge in der Nähe sind. 2020 haben wir dann die Sea-Watch 4 noch dazu gekriegt, haben dann also sozusagen Sea-Watch 3 und Sea-Watch 4 gleichzeitig betrieben, zum ersten Mal zwei große Schiffe gleichzeitig und 2022 haben wir dann die Sea-Watch 5 dort gekriegt, die anderen beiden Schiffe abgegeben und noch ein kleines Schiff dazu an den Start gebracht. Das heißt, wir betreiben jetzt ein kleines und ein großes Schiff und zwei Flugzeuge, die in der Rotation miteinander Seenotrettung, also Überwachung machen. Genau, einmal kurz der aktuelle Stand, weswegen wir das eigentlich machen. 2024 ist es halt immer noch so, wir werden immer noch kriminalisiert. Die aktuelle rechtsradikale Regierung in Italien hat ein Dekret erlassen, welches uns die Arbeit deutlich, deutlich schwieriger macht. Heißt konkret, wir können bei kleinsten Verstößen an die Kette gelegt werden, was jetzt auch gerade mit unserem Schiff der Sea-Watch 5 der Fall ist. Wir sind, ich glaube, jetzt noch einige Wochen, ich glaube zwei Wochen noch, an die Kette gelegt. Wir können nicht mehr die schnellsten Häfen, also die nächsten Häfen erreichen, was halt normalerweise Sizilien bzw. Lampedusa wäre. Stattdessen müssen die Schiffe mehrere hundert Kilometer in der Regel in den Norden fahren. Das mit in der Regel mehreren hundert geretteten Menschen, die aus Libyen kommen, die aus Seenot gerettet wurden und die dann auch einige Tage auf unseren Schiffen verbringen dürfen, weil die Regierung meinen, dass sie halt eher im Norden von Bord gelassen werden sollen als in Sizilien. Genau. Jetzt wieder zur Software. 2016 war die Situation noch so, das war vor der großen Blockade, dass immer mehr NGOs sozusagen ins Mittelmeer gekommen sind. Das heißt, wir waren zu einem Zeitpunkt ungefähr 13 Schiffe, die von unterschiedlichen Organisationen, die sowohl von Volunteers betrieben wurden, als auch von professionelleren Organisationen, wie zum Beispiel MSF, also Ärzte ohne Grenzen. Was da halt der Fall war, ist, es gab keine standardisierte Dokumentation von den Seenotrettungsfällen. Das heißt, sozusagen alle NGOs haben ihren oder dokumentieren die Fälle auf ihre eigene Art und Weise. Es gibt es gab keine anständigen Statistiken. Die Kommunikationsmittel waren sehr gemischt und die Tools waren auch sehr gemischt. Das heißt sozusagen, es wurden unterschiedliche Softwares benutzt, es wurden unterschiedliche Softwarelösungen benutzt und alle NGOs haben es halt anders gemacht. Und unsere Idee war damals sozusagen die SAR-Coordination-App, damals auch noch auf der gleichen Softwarebasis wie die Sea-Watch-App einzuführen, haben dann aber sozusagen einmal
das alles überrissen haben, sozusagen eine Offline-First-Applikation neu entwickelt auf der Basis von CouchDB und Vue.js heute, was bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass also mit unserer Applikation, dass, oder ausgehen können, dass unsere User eigentlich immer offline sind und im besten Fall können sie ihre Daten synchronisieren. Das heißt, wir haben sozusagen nicht diese State-Probleme, die man hat, wenn ja, das Handy sozusagen ständig aus dem Internet geht, beziehungsweise wenn das Schiff ab und zu kein Satelliten-Internet hat. Dann 2017, als Reaktion auf die Blockade, haben wir uns überlegt, dass es zivile Strukturen braucht. Das CMRCC Rom war aufgrund der vorherigen Situation, die ich gerade beschrieben habe mit Mare Nostrum und so, für die Seenotrettungszone für Libyen zuständig. Die haben de facto 2017 ihre Arbeit eingestellt, also zumindest was Geflüchtete aus Libyen angeht. Daraufhin hat sich das Civil MRCC von verschiedenen NGOs gegründet. Auf der einen Seite ist es politischer Aktivismus, das heißt, wir wollen politischen Change schaffen, wir wollen zivile Seenotrettungsstrukturen aufbauen, wir wollen aber auf der anderen Seite auch, dass die Problematik weitergedacht wird, weil das Problem, also beziehungsweise die Situation endet für die betroffenen Menschen nicht an den Grenzen Italiens. Das war schon das Problem, was zu dem Scheitern der Situation 2014 geführt hat, sondern es ist ein europäisches Problem und wir versuchen, europäische Lösungen dafür zu schaffen und zu propagieren. Das heißt, wir wollen das from the sea to the cities denken, also vom Meer bis in die Städte. Wir wollen das mitdenken, bis die Leute wirklich in den Städten, in den Kommunen ankommen. Und was ein weiterer wichtiger Punkt ist, niemand archiviert die ganze Situation gerade oder beziehungsweise uns ist keine Stelle bekannt, die es als ziviler Akteur macht. Das heißt, wir haben damit auch die Aufgabe bei uns gesehen, die eigentlich Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden, historisch zu archivieren. Genau, daraufhin haben wir sozusagen ein paar Design Principles überlegt. Wichtig ist, also eine aufgrund der dynamischen Situation unterschiedlicher Akteure, die Gegebenheiten ändern sich eigentlich ständig, haben wir eigentlich von einem statischen GIS eher zu einem GIS-Framework entwickelt. Das heißt, wir haben anpassbare Felddefinitionen, heißt de facto Templates. Also wir haben statt einer Datenbank mit Schiffen und einer Datenbank irgendwie mit Cases und mit Landmarks, haben wir einfach zwei Datenbanken, Position und Items. Und ein Item kann ein Template haben und ein Template kann Felder haben. Also das heißt, zum Beispiel ein Case hat halt irgendwie, wie viele Menschen sind an Bord, welche Farbe hat das Boot und ein Schiff hat halt zum Beispiel irgendwie den Namen des Schiffs, die Länge des Schiffs und so weiter. Das heißt, dadurch können wir sozusagen relativ schnell die Daten anpassen und haben halt die Möglichkeit, relativ schnell auf Änderungen im Feld zu reagieren. Wichtig ist bei OneFleet, wir haben den Fokus auf Live-Daten, weil wenn wir mehrere Schiffe über mehrere Tage oder Monate tracken, kommen da halt einfach relativ viele Daten zusammen. Die wollen wir nicht immer mit den Usern im Browser synchronisieren. Und genau, it's free and open source. Die Hauptfunktionen von OneFleet sind derzeitig, wir können Schiffe kartieren, was halt irgendwie Sinn macht in dem Kontext. Dabei, das heißt zum einen unsere eigenen Schiffe, aber auch Handelsschiffe, weil es halt mehrere Fälle in der Vergangenheit gab, wo Handelsschiffe Seenotfälle einfach ignoriert haben. Das heißt, die fahren direkt an einem Boot mit an einem sinkenden Boot voll mit Menschen vorbei und der Terminplan oder die Mail vom Chef ist wichtiger als diese Menschen zu retten, was schon zu mehreren Toten geführt hat. Das versuchen wir nachzuweisen. Wir wollen diese Notsituation natürlich irgendwie mappen und speichern. Dann die Anzeige relevanter Geodaten. Ich zeige auch gleich einmal einen Screenshot. Geodaten, das heißt die SAR-Zone, also die Search and Rescue-Zone, das sind die Verantwortungszonen von unterschiedlichen Staaten, je nachdem, wer verantwortlich dafür ist, Leute zu retten. Was sich von Hoheitsgebieten unterscheidet, die zeigen wir aber auch an. Wir können Wetterdaten integrieren, was natürlich wichtig ist, weil je nachdem, wie hoch Wellen sind, wie stark der Wind ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Schiffe losfahren. Und natürlich Einbeziehung von Landmarks und anderen kontextbezogenen Daten, das sind zum Beispiel Ölplattformen und andere Sachen, die eventuell zur Navigation oder zur Identifikation relevant sein können. Genau, hier der Screenshot. Da sieht man einmal sozusagen jetzt die Applikation. Ich habe
das leider nicht geschafft, eine richtige Demo vorzubereiten. Aber einmal, cool, also man sieht, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht. Mit dem Laserpointer. Ich glaube, man sieht. Okay, aber ich sehe meine Maus nicht. Dann würde ich es einfach versuchen, also von oben links angefangen ist also natürlich irgendwie eine Navigation, relativ klar. Im linken Feld sieht man einmal sozusagen alle unsere Schiffe, die wir gemappt haben. Das sind jetzt in dem Fall die Schiffe der sogenannten Civil Fleet. Das sind so eine. Ich glaube, mein Mikro ein bisschen verloren. Ja. Also Civil Fleet nennen wir alle Schiffe von der NGO oder befreundete Schiffe. Die ganzen, auf der Karte sind die ganzen bunten Punkte, sind diese Schiffe. Ich habe jetzt keine Case-Daten da drin, weil wir ja sozusagen, also weil es ein also wir haben jetzt keine Beispieldaten von Seenotrettungsfällen, wir haben aber einen Fake-Fall, das ist dieser gelbe Strich, den man dort in der Mitte sieht. Genau, das ist jetzt einmal unser Interface. Hier sieht man jetzt einmal oben links, wie man sozusagen neue Cases hinzufügen kann. Was wichtig dabei ist, das ist theoretisch nicht nur auf Search and Rescue beschränkt, sondern man kann dieses GIS theoretisch für alles benutzen. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen das Template von Cases zu, weiß ich nicht, E-Rollern in Harburg irgendwie mappen will, dann genau, also man könnte da theoretisch sozusagen jedes Template drin mit anlegen. Rechts sieht man nochmal die ganzen Layers, die wir mit einbinden und die ganzen grünen Punkte zum Beispiel, ist eine Live-Ansicht von allen kommerziellen Schiffen oder allen Schiffen, die AIS im Mittelmeer anhaben. Genau. Dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ist die Archivierung. Wir sammeln halt wichtige historische Daten und wir wollen halt eine Möglichkeit schaffen, auf diese Daten, also einerseits jetzt gewisse Personengruppen, das heißt irgendwie ForscherInnen, JournalistInnen und so weiter, darauf zugreifen lassen zu können. Zum anderen ist es aber auch relevant, dass die Daten eventuell in 10, 20, 30 Jahren noch vernünftig verfügbar sind. Deswegen machen wir uns derzeit schon Gedanken darüber, wie wir die Daten, die wir jetzt sozusagen für die Live-Situation brauchen, auch historisch archivieren können. Und dafür haben wir eine Softwarelösung geschaffen, die SARCHIVE heißt, die ein bisschen komplex ist. Ich will aber noch einmal kurz darauf eingehen. Genau, wir nutzen dazu Apache Superset und haben uns da sozusagen einen Data Lake geschaffen, um da unterschiedliche Datenquellen auszuwerten. Das sind bei OneFleet fast 2300 DCs, das sind Distress Cases, also Boote in Seenot und AIS-Daten, das heißt Schiffsbewegung seit 2022 in der Region. Wir haben historische Distress Cases zusammengesammelt, also Cases, die schon vor der Einführung von unserem System im System waren, irgendwo, die wir irgendwie archivieren wollten. Historische AIS-Daten, genau, das gleiche mit ADS-B, also sozusagen nochmal für Flugzeuge, weil Frontex halt auch Flugzeuge benutzt. Und unterschiedliche Wetterdaten, damit wir sozusagen im Nachhinein dann auch korrelieren können. Genau, und das schmeißen wir sozusagen alles in den Data Lake und machen es da halt sozusagen für ja, Menschen, die Lust haben auf Statistik oder auf Forschen verfügbar. Genau, Ausblick. Die ersten NGOs benutzen es jetzt, unter anderem hat Sea-Watch, also noch nicht auf den Schiffen, aber vor allen Dingen ja, für Koordination der Schiffe. Wir wollen es, sehe ich einen Übersetzungsfehler, wir wollen es über das zentrale Mittelmeer noch ausweiten, das heißt Fälle wie zum Beispiel die Ägäische See oder jetzt, was jetzt gerade wieder relevanter wird, der Kanal zwischen England und Frankreich. Wir sind da mögliche Anwendungsgebiete. Wir wollen genau das Ganze nochmal zu einer anständigen PWA machen, das heißt eine Progressive Web App, damit es vernünftig auf mobilen Geräten läuft. Wir wollen ADS-B-Daten und AIS-Daten noch lokal verfügbar machen, das heißt sozusagen, dass man einfach eine Antenne in seinen Laptop stecken kann und sozusagen mit einer Antenne die Daten einfach einlesen kann. Genau, und dann komme ich auch schon zum Ende. Da wir ein kleines Team sind, mit wenig Mitteln, suchen wir jederzeit nach Support. Genau, also das heißt vor allen Dingen ExpertInnen in allen Gebieten, die so ein Projekt irgendwie brauchen könnte, auch wenn ich hier was vergesse und Menschen irgendwie Ahnung von Sachen haben und glauben, dass wir die gebrauchen könnten, sehr gerne melden. Dann natürlich immer wichtig, Dinge kosten Geld, das heißt, wir sind auf Spenden angewiesen.
Und wenn Leute noch coole Anwendungsbereiche für die Software kennen, sehr gerne auch auf uns zukommen. Ja, vielen Dank für deinen interessanten Vortrag, Niklas. Hier online wurden gar keine Fragen gestellt, aber es gab keine Frage, sondern ein großes Dankeschön. Danke für eure Arbeit und den unermüdlichen Einsatz. Und das Ding hat 11 Votes. So viel habe ich hier noch nie gesehen auf der Konferenz. Also nochmal, zweiten Applaus, wenn es geht. Ja. Gibt es denn hier im Auditorium Fragen an Niklas? Ja, dort. So, erstmal vielen Dank für den Talk. Ich habe eine Frage zu den Wetterdaten. Zu dem, du hast da geschrieben, ihr habt Wetterdaten von ECMWF. Die waren bis vor kurzem sehr, 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 sehr teuer. Wurdet ihr da unterstützt von denen? Also gab es die da umsonst oder müssen die bezahlt werden? Ich bin bei den konkreten, die du gerade genannt hast, nicht sicher. Wir haben aber Daten, die, also wir kriegen von unterschiedlichen Providern auch Daten umsonst. Und es gibt aber auch sehr viele Wetterdaten umsonst. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir da API-Keys angeben müssen. Du kannst mal bei uns im Repo gucken. Ich bin mir relativ sicher, dass nicht. Und das sind einfach Overlays für OpenStreetMap. Ja, mittlerweile ist das so, nur die waren früher, also vor wenigen Jahren. Okay, vielleicht haben wir da auch einen Datensatz bekommen, netterweise, der früher teuer war. Okay, danke. Weitere Fragen hier aus dem Raum? Keine. Dann hätte ich noch eine. Als Fernerkundler denke ich bei SAR natürlich erstmal an Radardaten und nicht an Search and Rescue, aber ich habe vor Jahren mal einen Vortrag gehört, da ging es darum, wo man aus Sentinel-1-Daten versucht hat, eben Boote halt zu erkennen. Weißt du, wie da der Stand ist inzwischen? Ist das operationell? Ja, und zwar, es gibt mittlerweile eine Ausgründung sozusagen davon. SpaceEye, es hängt sehr an der NGO CI zusammen, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Die Sentinel sind die Radarsatelliten, wenn ich das richtig weiß. Genau. Die arbeiten mitunter mit der Radarerkennung. Was das Schöne halt an Radarbildern ist, ist einfach, man kann durch Wolken durchgucken, im Gegensatz zu optischer Wahrnehmung oder zu optischen Satelliten. Ein Problem daran ist, dass es halt keine geostationären Satelliten sind, sondern halt welche, die einfach nur alle paar Tage. Das heißt sozusagen, die Abdeckung ist einfach zeitlich. Es muss ein Glücksfall sein, wirklich. Aber wenn ich es richtig weiß, funktioniert es theoretisch mittlerweile. Also und wird auch, glaube ich, eingesetzt. Die Updates gibt es auf spaceeye.de, nehme ich an. Okay, vielen Dank. Ein letzter Applaus für Niklas.